Es gibt so einige Wörter in meiner Sprache, die ich am liebsten nicht verwenden würde. Dummerweise habe ich 72 Jahre Sprachentwicklung hinter mir. Da gewöhnt man sich so manchen Sprachgebrauch an, der einem früher gar nicht verdächtig vorkam, über den man jetzt viel nachdenkt, insbesondere weil wir ja mittlerweile eine Sprachpolizei haben. Da müsste man auch 10.000 bis 100.000 Videos drüber machen, wie viel Sinn das macht, wo das berechtigt ist und wo das absurd ist. Ganz abgesehen davon, dass diese Herrschaften vielleicht das Glück haben, nicht jeden Tag berufsmäßig mit der Sprache zu tun zu haben. Journalisten zum Beispiel, Radiosprecher und. Denn ich musste schon 1990 einer Sprachpolizei folgend im Radio, in meiner Radiosendung, peinlichst darauf achten, dass ich eben nicht Sprachpolizei sag, sondern das waren Sprachpolizistinnen. Das waren nämlich alles Damen. Und wir waren da schon sehr früh dran. Mit dem, was heute propagiert wird, ohne Ende. Und wo man ständig als Rundfunksprecher, als Journalist oder irgendwie in den Medien aktiver aufpassen muss wie der Teufel, dass man etwas sagt, was so nicht geduldet wird, obwohl doch jeder weiß, was man meint. Wie gesagt, also ich diskutiere da gerne drüber. Da ist sicherlich von den Grundideen vieles richtig und gut erkannt. Manches aber wird unterschlagen. Ganz heißes Thema. Ich habe da noch nichts drüber gemacht, weil ich mir selber noch nicht einig bin, was ich davon halten soll. Ich bin auch vielleicht ein bisschen unparteiisch, denn ich war, wie gesagt, schon 1990 in der brisanten Lage, eigentlich nicht mehr frei moderieren zu können, was ich immer gemacht habe bei Radiosendungen, weil ich weniger auf den Inhalt geachtet habe, als mehr darauf, dass ich eben bestimmte Worte in der weiblichen Form aussprach. Auch wenn ich so in meinem privaten Denken dachte, naja, ein Polizist, das ist eigentlich, oder ein Soldat, das ist eigentlich, oder vor allen Dingen, wenn nicht der, wer dann, ein Mörder und ein Terrorist, das sind doch eigentlich typisch männliche Bezeichnungen. Gibt es alles auch bei Frauen, aber in der Minderzahl. Und wenn dann von Männern angestiftet, sage ich jetzt mal so provokativ, da haben dann Frauen etwas von Männern gelernt, was sie sich hätten sparen sollen. Alles nur meine wilden Provokationen. Könnten wir schon wieder ein eigenes Video machen? Keine Ahnung, wie ich da richtig liege. Meinung habe ich noch nicht gefestigt.
weder zu dem Thema noch zu irgendeinem anderen, das sage ich gerne immer wieder. Im Gegenteil, ich bin ja gerade dabei, ich verschwende oder nütze, je nachdem wie man sieht, meine Zeit mal wieder, um den Visionär voll zu sammeln, weil ich mir davon verspreche, dass meine Meinungsbildung wieder vorankommt.